Okay, legen wir mal los. So, ich zeige euch mal, wie ich das mache. Und zwar, ihr seid schon ein paar Stunden im Spiel und fragt euch, wie bekomme ich meinen Friedhof maximiert? Also sprich, das maximale Rating pro Grab. Das maximale Rating pro Grab ist bei 12 Schädeln. Das setzt voraus, dass ihr eine 12-Schädel-Leiche habt mit natürlich weißen Schädeln, die ihr alle haben wollt. Und beachtet mal hier den rechten Teil nicht. Das war so ein bisschen Experimente und ein bisschen versuchen, hier die Quality hochzubringen. Was ihr aber haben wollt, sind diese Gräber hier mit 12. Und wenn wir da reinschauen, sehen wir, ha, 12 weiße Schädel. Von maximal 12 weißen Schädeln. Und dann braucht ihr natürlich aus Marmor die Umrandung 2 und die Statue 1 oder Statue 2. Hier der Sensenmann ist 1 und der Engel ist 2. So, aber die Frage ist, wie bekommt man eine Leiche mit 12 weißen Schädeln? Und ich habe im Internet geschaut und geguckt und habe mich gewundert, wie das geht. Braucht man vielleicht hier die rechte Seite, diese zwei rechten Skills, die ich immer noch nicht freigeschaltet habe und ich weiß auch nicht, wie es gehen soll. Nee, braucht man nicht. Es braucht nur etwas Glück und viel Geduld. Weil letztendlich wollt ihr so eine Leiche haben. Mit 12 Schädeln. 12 weißen Schädeln. So, und dann, wenn ihr so eine Leiche habt, nehmt ihr die und bringt sie zurück zum Friedhof. Schmeißt sie erstmal auf den Boden, grabt ein Loch, schmeißt sie rein, macht das Loch zu und macht das Loch dicht. Und schon habt ihr das Rating um 12 erhöht. Bin ich noch dabei? Okay. Ja, dann zeige ich euch mal, wie ich das mit den Leichen mache. Wie bekomme ich 12 Schädel auf einer Leiche hin? Und zwar braucht ihr eine besondere Leiche, von der ihr ausgeht, und zwar so eine. Ihr braucht die roten Schädel, die Anzahl der roten Schädel ist egal. Wichtig ist die Anzahl der weißen Schädel und ihr braucht mindestens 5 weiße Schädel. Dann nehmt ihr diese Leiche und was macht ihr? Ihr nehmt erstmal Blut raus. Blut macht einen roten Schädel zu einem weißen Schädel. Fett das gleiche. Macht aus dem roten Schädel einen weißen Schädel. Und sonst schon habt ihr einen roten und 7 weiße. So, dann nehmen wir einen Schädel raus. Der Schädel fügt der Leiche einen roten Schädel hinzu. Zack. Jetzt haben wir insgesamt 7 weiße und 2 rote. Das ist die Ausgangslage. Jetzt braucht ihr Alchemie. Wir beginnen mit der Golden Injection. Die macht aus den 2 roten Schädeln, die wir noch haben, 2 weiße Schädel. Zack, Craft. So, und das braucht jetzt eine Weile, um durchzulaufen. Ja, dann das können wir zurücklegen. Ich habe hier so ein Regal für alles Mögliche, weil mit der Zeit staut sich echt ein Haufen Zeug an. Und gerade eben hatte ich eine Idee und der würde ich gerade nachgehen. Und zwar, ich habe überlegt, wie man die Gräber hier am besten aufteilt, um das Maximale aus dem Platz rauszuholen. So, und tatsächlich ist es so, dass wenn man dann 12er Gräber hat, dann ist das im Prinzip das Maximale. Außer, nehmen wir beispielsweise an, hier die Ecke. Weil hier haben wir eine kleine Umrandung von hier einem Quadrat, die wir nicht nutzen können. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, wo sind sie? Diese Urnengräber oder was auch immer, ich habe noch keine gebaut, zu bauen. Und die brauchen 4x4 Platz. Das heißt, der würde hier im Prinzip in die Ecke reinpassen. So, und
Das Grab würde 12 geben und diese Urnenstation würde 20 geben. Auf diese Weise kann man den Platz besser nutzen. Das trifft aber nur auf... Da unten geht das nicht. Da ist es besser, die Gräber zu lassen, aber hier, da würde es sich anbieten. Also dort, wo ich keinen Weg in die Zwischenmitte bekomme. Außer hier geht es natürlich nicht, weil ich da oben diese seltsamen Ranken habe, von denen ich auch nicht weiß, wie man die wegbekommt. Heute ist Kirchentag, by the way, hätte ich beinahe vergessen. Ja. Das ist so die beste, nein nicht die beste, aber die günstigste Variante, die Kirche auszubauen, weil man für die beste Variante, also ohne Kathedrale, alle Kerzenleuchter zu mit Goldkerzenleuchtern ersetzen könnte. Das würde bei jedem dann plus 1 dazu geben. Also hier wären 2 mehr. Und hier wären also insgesamt 6 mehr. Das kostet aber Gold. Und so viel Gold habe ich nicht. Und das Gold benutze ich lieber für die Alchemie, für die Gold Injection. Weil die braucht nämlich Goldstaub. Ja, dieses Kirchenrating beeinflusst die Anzahl des Glaubens, die ihr hier als gelbe Kugeln bekommt. Und das Rating eures Friedhofs beeinflusst im direkten Zusammenhang die Menge des Geldes, was ihr pro Zeremonie bekommt. Das heißt, je höher euer Friedhof, desto mehr Geld geben jetzt die Leute hier am Ende ab. Die Anzahl der Leute spielt keine Rolle. Weil je mehr Leute es sind, desto weniger geben sie dann. Oder je weniger sind, desto mehr geben sie. Also die Anzahl, die Summe am Ende wird beeinflusst durch euer Rating vom Friedhof. So, ich habe jetzt benutzt die Combo Prayer als Gold-Variante. Die gibt am meisten Geld und Glauben gleichzeitig. Es gibt noch diese andere Prayer, und zwar die Prayer for Repose. Zwar die soll machen, dass der Esel euch mehr Leichen bringt, die eine höhere Anzahl von Schädeln haben. Also ich weiß nicht. In der Theorie 6 oder mehr, 7, 8, 9, 10, ich weiß nicht. Und mir hat das nämlich noch nie geklappt. Und zwar hängt das an zweierlei Faktoren. Der eine Faktor ist, dass der Esel tatsächlich zu selten Leichen bringt. Vielleicht ein oder zweimal die Woche, als wenn ich davon profitieren könnte. Und wenn er es mal gemacht hat, während ich den die Prayer gibt euch einen Buff. Und wenn ihr das mal gemacht habt, während der Buff aktiv war, war die Leiche trotzdem minderwertig. So, jetzt habe ich gerade geschaut, ob der Esel kommt. Der kommt nämlich immer so um diese Uhrzeit beim Tag-Nacht-Wechsel und nein, er ist nicht gekommen. So, jetzt gehen wir zurück zum Tisch. Jetzt haben wir wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 weiße Schädel. Es fehlen noch 3. Was machen wir? Wir nehmen diese blaue, fügt uns 2 Schädel dazu, einen roten und einen weißen. Und vermutlich wisst ihr ja schon, dann brauchen wir einen Weg, um aus dem Roten einen Weißen zu machen. Und dann brauchen wir einen Weg, um einen Weißen zuzufügen. Und dafür ist die Alchemie da. Und zwar, wenn ihr euch hier das anschaut, ihr braucht natürlich den ganzen Baum. Nein, nicht den ganzen Baum, ihr braucht bis zu den Einbalsamierungsflüssigkeiten Nummer 3. Und zwar ist das die Wunderflüssigkeit, sag ich mal, ist aber nicht die einzige, die er braucht. Er braucht im Prinzip 5 Stück. Er braucht die Gold, er braucht die Silber, er braucht die Dunkel, er braucht die blaue hier und er braucht die grüne hier. So, was machen die zusammen? Die rote gibt euch, ach Quatsch, die dunkle gibt euch 2 rote Schädel. Blauer gibt euch einen roten und weißen Schädel und die grüne gibt euch noch einen weißen Schädel. Das heißt, insgesamt geben diese 3 euch 5 Schädel, von denen sind 3 rot und 2 weiß. Und diese 2 roten, nee Quatsch, 3 roten, wandelt ihr mit diesen 2 mit Silber und Gold
in drei Weiße. Das heißt, ihr bekommt mit diesen fünf Flüssigkeiten insgesamt fünf weiße Schädel dazu. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr eine Leiche habt, bei der ihr von fünf weißen Schädeln ausgeht. Das ist das Minimum. Und dann könnt ihr mit Blut entfernen und Fett entfernen zwei weiße Schädel entweder hinzufügen oder zwei rote in zwei weiße konvertieren. Dann habt ihr sieben weiße ohne Alchemie. Und dann kommt die Alchemie mit der Einbalsamierung und gibt euch fünf weitere dazu. Zack, habt ihr 12. Und ihr könnt eure Leiche dann verbuddeln und bekommt das maximale Rating für euer Grab. So einfach ist es. Nur, wie bekommt man so eine Leiche hin? Und das will ich euch gerne zeigen, sobald mal der Esel vorbeikommt. Weil er kommt, wie schon erwähnt, nicht jeden Tag. Und falls er mal kommt, bringt er eine Leiche mit und unabhängig davon, ob man diesen Buff hat oder nicht, war die Leiche bei mir ja minderwertig, sage ich mal. So sieht mein Labor aus. Ich habe lange überlegt, wie ich das einrichten soll, um den bestmöglichen, also um den Platz bestmöglich zu nutzen. Und ja. Das ist im Prinzip mein Vorratsschrank. Überlegt noch, ob ich hier nach unten noch irgendwas bauen soll und da unten. Aber bisher war der Bedarf nicht da. So, die blaue ist durchgelaufen. Jetzt wollen wir aus dem roten Schädel einen weißen Schädel machen. Das machen wir mit der Silber Injection. Und eigentlich, den Weg habe ich so gefunden, während ich versucht habe, die 12 Gold zu farmen. Weil, ihr habt es bestimmt gesehen oder euch gefragt, warum ist die Kirche nicht längst eine Kathedrale? Der Bischof, der will ja eigentlich, dass die Kirche ein Rating von 50 bekommt, ich bin jetzt bei 71, dass der Friedhof ein Rating von 200 bekommt, ich bin schon weit drüber. Und dann will er drei goldene Statuen haben von sich. Kein bisschen eitel oder so. Und zwar, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Er will drei goldene von denen hier haben. Wenn man ihm die drei goldenen gibt, wird er eine hier aufstellen. Das gibt dann im Friedhof direkt ein 5er-Rating. Das habe ich gemacht, damit ja, ich ein bisschen Geld bekomme, während ich Geld farme. Im Friedhof habe ich aber nicht abgegradet bzw. nicht die Quest abgegeben, weil er dann direkt auf die Idee kommt, ha, du hast alles erfüllt, jetzt kann man eine Kathedrale draus machen. So, da habt ihr eine Kathedrale und ihr wisst es ja schon, wenn ihr eure Kapelle zu einer Kirche abgegradet habt, ihr könnt nicht einfach eine Messe halten. Nein. Es muss wirklich die Hölle sein. Er hat euch nämlich verarscht und sagt, hey, ihr müsst dafür ein Rightful Citizen sein und dafür muss man halt das Recht haben, was 20 Silber kostet. Damals hatte ich das Geld nicht, habe mich echt verarscht gefühlt. Also musste ich ein Safe Game laden, weil wo soll man die 20 Silber herbekommen, wenn man dann nicht mehr in der Kirche eine Messe halten kann? Also braucht man das Geld vorher. Und hier, wenn man auf die Kathedrale upgraden möchte, ist es genau das Gleiche. Er sagt euch, man muss ein Aristokrat sein. Und um ein Aristokrat zu sein, muss man sich das für 12 Gold kaufen. Wir schauen nochmal kurz rein. Ja, 12 Gold bin ich noch etwas weit entfernt. Deswegen habe ich in der Zwischenzeit einfach gefarmt, Quests gemacht und eigentlich versucht, irgendwie an Geld reinzukommen. Und das Beste an Geld ranzukommen ist tatsächlich über das Gebet, über das Kombo-Gebet, beziehungsweise über das, wie heißt das, über das Donations-Gebet. Aber Kombo macht halt beides. Kombo ist im Prinzip eine Kombination aus dem Donation und aus dem Faith. Hier seht ihr ja, Sermon Faith 150% und Sermon Money auch bis zu 150%. Das kombiniert in der Goldversion bekommt ihr dann beides zu 150%. So, in der Zwischenzeit habe ich halt versucht, mein Friedhof-Rating zu erhöhen und habe dann, was hoffentlich bald mal der Fall sein wird, habe dann versucht, nach Leichen zu fischen, wenn man so möchte. Weil ihr braucht halt diese Ausgangs.
diese Ausgangsleiche, und damit es funktioniert. Wie bekomme ich das da weg? Das versaut mir halt natürlich alles. So. Aber gut, dann geht es auf der linken Seite nicht, dann geht es aber auf der rechten Seite. Da kann man auf der rechten Seite zumindest mal ein solches Marble Kolumbarium hinstellen. Wie gesagt, es braucht 4x4 Slots. Ich nehme gerne immer das Grab auf die Maus, damit man da am besten gucken kann und planen kann, wie man das am besten macht. Also die linke Seite ist durchgeplant. Da habe ich auch die ganzen Gräber schon hingestellt. Nur da unten sind noch, ja, Leichen, die ich einfach mal vergraben habe, um das Rating hochzukriegen. Da oben, da geht die Show richtig los mit 12er Gräbern. So, und das sind natürlich die Gräber von Anfang an noch mit einer 1er Rating. Das ja, ist nicht so stark. So, der Tag beginnt gerade. Okay, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Dann kann ich mir hier überlegen, was ich machen möchte. Gleich da ein Grab, da ein Grab. Grab, Grab. Hier ein Grab, da ein Grab, ein Grab direkt darüber. Und dann würde da oben eigentlich so eine Viererstation rein. Ja, das mache ich. Das mache ich, was brauchen wir dafür? Wir müssen dafür 12 Leute verbrennen. 2 silberne Staaten, das ist kein Problem. Und Polish Brick of Marble, das ist auch kein Problem. 12 Leute verbrennen ist in der Tat ein bisschen schwierig. Weil die Leute kann man verbrennen, da bekommt man Asche. Und die Asche braucht man aber, wenn man Fertilizer, also Dünger, craften möchte. Also diese 4. Die brauchen tatsächlich Asche, um sie craften zu können. Wie gut die aber letztendlich sind, kann ich euch nicht sagen. Ich habe da auch einen kleinen Selbsttest laufen auf meinem kleinen Gemüsegarten. In meinem kleinen Gemüsegarten, und zwar da auf der rechten Seite mit Zwiebeln. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie der Test verläuft. So. In der oberen Reihe, hier die beiden, habe ich Kupferzwiebeln angepflanzt und hier unten habe ich Silberzwiebeln angepflanzt. In der rechten Spalte habe ich Kupferdünger benutzt. Nee, Quatsch. Silberdünger benutzt. Ja. Silberqualitätsdünger, und in der linken Spalte habe ich Goldqualitätsdünger benutzt. Also schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Silberdünger, Kupferzwiebel. Gib ihm. So. Kupferzwiebeln kam das meiste jetzt raus. Silberdünger. Okay. Doch, Kupferzwiebeln, Golddünger. Okay, keine allzu große Verbesserung. Also den Preis des Düngers, den Aufpreis des Düngers ist es nicht wert. So, jetzt nehmen wir mal Silberzwiebeln und Silberdünger. Okay. Und Silberzwiebeln, Golddünger. Ah ja, okay. Also, man kann sagen, dass der Dünger, der Silberdünger, euch eine Pflanze und einen Samen von der nächsthöheren Qualität gibt und der Golddünger zwei Pflanzen, Entschuldigung, zwei Pflanzen und zwei Samen der nächsthöheren Qualität gibt. Nichtsdestotrotz habe ich aber eine beachtliche Menge an Samen zurückbekommen. Das ist nicht schlecht, weil da muss man keine Samen mehr kaufen. Also ich habe 2 Felder mit dem Kupfer, bepflanzt. Es würde 8 Samen kosten. Ich habe jetzt mehr zurückbekommen. Und Silber Dito. Da habe ich auch mehr zurückbekommen. Das würde es im Prinzip für 3 Felder reichen, ausgehend von 2 Feldern. Und nebenher noch ein paar Zwiebeln. Also Dünger benutzen und düngen lohnt sich. Muss man halt. Ach, was mache ich denn?
Weil die Samen bewahre ich in einer anderen Kiste auf. Bewahre ich hier auf. Da ist der Dünger, den craftet hier an der Kirchenwerkbank. So, da können wir kurz hinlaufen. Aber zuerst gehen wir nach Hause. Speichern. Das ist nämlich die, der Trick an der ganzen Geschichte. Ja, das ist ja der Trick. Da werdet ihr bestimmt auch selbst drauf gekommen. Aber um Zeit zu sparen, möglichst effizient nach diesen Leichen zu suchen, die wir brauchen. Ich habe jetzt gespeichert, kurz bevor der Esel kommen sollte. Jetzt laufen wir mal zurück und gucken, ob der Esel auch wirklich kommt. Er kommt tatsächlich, ich fasse es nicht. So, die Leiche ist da. Wir schauen uns die Leiche an und legen sie direkt hier ab. Hier ist, steht das einfach nur, damit ich nicht die ganzen Weg, den ganzen Weg hier hinterher laufen muss. Um Zeit zu sparen. Ich lege die Leiche hier ab, schau rein, zack, ihr weiße Schädel, möchte ich nicht. Also, zurück ins Menü. Spielstand laden. Und wir laufen auf dem Weg zurück in die Leichenhalle. Klingel, klingel, klingel. So, Leiche aufnehmen, ablegen, reingucken, zwei weiße Schädel will ich nicht. So selten wie der Esel vorbeikommt, so ergiebig müssen seine Lieferungen sein. Ich bin jetzt im Tag 300, schlag mich tot, wir können es gleich mal beim Laden sehen. Und ihr seht, dass mein Friedhof nicht voll ist. Ich habe auch noch nicht viele Leichen verbrannt. Klar, natürlich habe ich nicht Tag über ein Jahr bin ich schon in diesem Kackort gefangen. Natürlich habe ich ein paar Tage ausgesetzt. Indem ich den Esel einfach nicht gefüttert habe. Oder meine Leichen nicht weggemacht habe von den Tischen. Weil ich mich um andere Dinge gekümmert habe. Aber nichtsdestotrotz. Hab's da. Neben geschmissen. Nichtsdestotrotz. Möchte ich ja jetzt den Friedhof voll bekommen und mit dem besten Rating. So, das kann jetzt ein paar Minuten dauern. Ich habe das bei den anderen 4 oder 5 Leichen auch schon so gemacht. Es kann jetzt ein paar Minuten dauern. Es kann auf Anhieb klappen oder es kann auch, weiß nicht, 5 oder 10 Minuten dauern. Je nachdem, wie geduldig ihr seid und wie sehr ihr diese Leiche haben wollt. Ich möchte diese Leiche sehr haben. Also mache ich hier so weiter und ihr dürft mir dabei sehr gerne zuschauen. Videos oder dieses Video werde ich vermutlich genauso auf Twitch hochladen. Ach, nicht auf Twitch. Wir sind gerade auf Twitch. Ich meine natürlich YouTube. Da mir die Zeit und die Geduld fehlt, die Videos zu bearbeiten, werde ich es einfach ungeschnitten hochladen und werde vermutlich dann an der Stelle, an der ich die Leiche bekommen habe, einen Marker setzen, sodass er vorspulen kann und mir jetzt nicht die ganze Zeit gucken muss. Da. Ansonsten war das die Methode. Ich kann gleich nochmal drauf eingehen, was ihr alles für die Alchemie braucht, wie ihr die bestimmten Tränke zusammenbraut. Klar, an der Werkbank ist das Rezept verfügbar, sobald ihr die Alchemie-Option freigeschaltet habt, aber nichtsdestotrotz braucht ihr Zutaten und die muss man rausfinden, wenn man sie nicht kennt. Ich habe sie rausgefunden, ich kann sie euch zeigen, das ist kein Problem. Und dann seid ihr gut gewappnet, euren Friedhof zu maximieren. Dann werdet ihr ein friedhofswerter Rockstar. Es soll wohl noch Leichen geben. Mit dunklen Organen. Also dunkles Herz, dunkles Gehirn. Ich habe auch Bilder gesehen von Lungen. Offenbar ist es oder war es möglich oder wird es unmöglich sein, Lungen zu entfernen mit bis jetzt unbekannten Folgen. Kann aber natürlich auch sein, dass sich das in den letzten beiden Punkten also hier verbirgt, die ich noch nicht freigeschaltet habe, von denen ich auch noch nicht weiß, wie ich es freischalten soll.
jemand von euch eine Ahnung, wie das geht? Falls ja, wäre ich euch echt dankbar. Weil ich habe auch schon viele Quests gemacht, also mit den Besuchern hier gesprochen. Also diese 6 Charaktere, einen pro bestimmten Tag. Also ihr habt ja hier oben 6 Tage, 6 verschiedene Tage, und jeden Tag kommt eine bestimmte Person, das sind die sogenannten Besucher. So, und ich habe mit allen mehr oder weniger interagiert und mit denen, soweit es ging, halt die Quests vorangetrieben. In der Hoffnung, dass einer von denen mir das freischaltet, aber nein, bisher war es nicht der Fall. Es wird gemunkelt, dass der Inquisitor dort den Okkultbaum freischaltet und vermutlich damit auch diese dunklen Organe. Aber ich weiß bisher nicht, wie ich das machen soll. Der nächste Punkt wäre zumindest mal, dass ich Goldbier und Goldburger herstelle und oben auf dem Witch Hill bei einer Hinrichtung, bei einer Hexenverbrennung dort verkaufe. Goldbier braucht man natürlich Goldhopfen dafür, die habe ich noch nicht. Und ich habe nur Kupferhopfen. Das heißt, es wird ein paar Iterationen brauchen, bis ich mit dem Fertilizer, den ich mir extra für diesen Zweck freigeschaltet habe, bis ich dahin komme zum Goldkupfer. Und die Goldburger brauchen viele Zutaten, darunter Goldzwiebeln, die ihr gerade gesehen habt, die ich jetzt glücklicherweise bekommen habe, aber auch Fleisch von den Leichen. Ich glaube 4 Stück. Da ich dummerweise mein ganzes Fleisch, was ich hatte, verkauft habe, muss ich schauen, wie ich jetzt noch an 4 Stückchen Fleisch rankomme. Das ist die erforderliche Menge, um die Quest beim Inquisitor weiterzubringen. Nur das Fleisch rauszuschneiden aus den Leichen, das hat gewisse Konsequenzen. Und ja. Ich brauche eine Leiche, bei der es keine Konsequenzen oder zumindest mal verschmerzbare Konsequenzen hat. Und ja, da brauche ich 4 davon. 4 Leichen brauche ich dann. Knapp, aber trotzdem daneben. Sobald die Leiche gefunden ist und sie dann auf dem Einbalsamierungstisch liegt, kann ich euch zeigen, was ihr alles für die Einbalsamierungsflüssigkeiten braucht. Zack, da ist sie. 5 weiße Schädel. Und in meiner Kombination kommen da immer nur 3 Schädel dazu, 3 rote. Also das ist die Leiche, die ihr haben wollt. Wir legen sie hier mal kurz ab, weil ich möchte was ausprobieren. So, die Silber ist durchgelaufen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 weiße Schädel. Jetzt brauchen wir einen 12. Den bekommen wir durch die Glue Injection. Die gibt einen weißen dazu. Zack, und unsere 12 Weißschädel-Leiche ist unterwegs. So, jetzt gehe ich kurz nach Hause, um zu speichern, weil ich ausprobieren möchte, ob und welche Konsequenz es hat, wenn ich da aus der frisch eingetroffenen Leiche noch ein Stückchen Fleisch rausschneide, was ich ja für die Burger brauche. Lecker. Esel hat noch genug. Zack, so. Steht 3 zu 5 Fleisch. Eine weißer Schädel geht weg, okay. Wollen wir nicht. Vielleicht verbrenne ich ein paar Leichen. Grabe ich irgendeine aus, schlachte sie aus. Verbrennen sie dann. Das ist es nämlich. In der Alpha muss man die Leiche noch im Fluss entsorgen. Jetzt kann man sie nämlich hier unten verbrennen. Für das Verbrennen bekommt man ebenfalls ein Zertifikat, was man dann für Geld verkaufen kann. Was ziemlich gut ist. Und man bekommt noch Ressourcen, darunter Asche, was er für die Dünger braucht. Blut. Fett. So.
Eigentlich könnte ich jetzt mit der Einbalsamierung loslegen, aber ich entferne noch gerne den Schädel weg, entferne den Schädel, damit hier ein roter Schädel hinzukommt, weil dann habe ich zwei rote Schädel und brauche das hier nicht mehr. Dann brauche ich die Dark Injection nicht mehr. Und die braucht diese zum Herstellen diese dunklen Organe, die man ja nicht hat. Also ich nicht habe. Deswegen verzichte ich da auf die Dark Injection, indem ich einfach da noch einen Schädel dazu mache und gut ist. Jetzt haben wir zwei rote und sieben weiße. Perfekt. So, diese Leiche ist fertig. Mach Platz. Die legen wir da drauf und benutzen die Gold Injection. Und wieder von vorne los. So, und ich gehe mal vergraben, damit du schön den Friedhof aufwertest. Zack, zack. Fällt mir ein, da muss ich noch mal machen. Da muss ich noch ein paar herstellen. So, und dann habt ihr hier so ein schönes 12er Rating. 12 Schädel, 12 Lorbeerkränzchen. Und dann könnt ihr euch darauf aufgeilen. Daran aufgeilen. So. Cool. Das legen wir hier ab. Den Rest bringen wir in die Leichenhalle. Und schauen wir uns mal an, was wir für die Tränke benötigen. Läuft noch brav durch. Die Regale sind noch gut gefüllt. So, dann warten wir jetzt ganz kurz, bis es fertig ist. So, Gold ist durch. Jetzt brauchen wir Blau. Zwei neue Schädel. Sobald ihr im Tech Tree das freigeschaltet habt, habt ihr hier so einen Reiter und hier habt ihr dann eure ganzen Einbalsamierungsflüssigkeiten. So, und ihr seht, für die blaue braucht ihr Alkali. Für die dunkle braucht ihr dunkles Elixier. Für die Glue braucht ihr Kleber. Für Silber braucht ihr Silberelixier, für Gold braucht ihr Goldelixier. So. Diese Elixiere braucht ihr, aber wie stellt ihr die her? Ihr braucht zwei unterschiedliche Tische. Einmal den Tisch 1, einmal Tisch 2 Alchemie, weil die unterschiedliche Rezeptbücher haben. Beim Tisch 2 kann man nur Dinge brauen, die zwei Ressourcen brauchen. Hier ist das Dark Elixier. Dafür braucht ihr Death Powder, also Todespuder. Das bekommt ihr aus einer dunklen Leiche, die ich nicht habe. So. Aber das Todespuder kann man kaufen. Deswegen habe ich diese Elixiere. So, und bei dem Tisch 2 kann man dann drei Zutaten hinzufügen. Und hier seht ihr das Silberelixier. Variante 1, Silberpuder aus Silberbriketts, Water Solution und Life Extract. Oder ihr baut es wieder aus dem Silberpuder, Hauptzutat. Chaos Solution und Order Extract. Dann hatten wir noch Gold. Gold braucht natürlich Goldpuder. Das bekommt ihr aus Goldbriketts. Und die sind gar nicht mal so häufig. Kleber bekommt ihr aus Health Powder und Alkali hier, Life Powder, Blut und Death Solution. Und das sind im Prinzip die Rezepte, mit denen ihr die Elixiere hier erstellen könnt. Wir können an der Stelle pausieren, euch das ausschauen. Und nachmachen. Sobald ihr die drei Zutaten hier eingefügt habt, wird das hier eurem Rezeptbuch zugefügt. Jetzt seht ihr halt alles, was ich bisher gebraut habe. So, oh, es ist schon spät, es ist schon spät. Zeit nach Hause zu gehen, ins Bettchen und kurz zu speichern. Ich speichere ungefähr immer so an der Stelle, wenn die Dämmerung hier so, wenn man hier das fortfügt, dass es den Kreis gerade so berührt. Und zu der Zeit kann man dann das Haus verlassen, runtergehen und sollte den Esel sehen. Da ist er schon. Boah, wir kommen 2 Tagen in Folge. Ich bin echt begeistert.
Aber die Leiche stimmt nicht. Und mit dieser Leiche, mit der jetzt ankommenden, wäre dann die Anzahl meiner Strukturen und Grabumrandungen aufgebraucht. Das heißt, ich muss da welche neu machen. Da. Moment, zuerst da mal reinschauen. Das ist gut verlaufen. Und das ist der Grund, weshalb hier nicht Todeszutaten liegen, sondern Baumaterialien, und zwar für Embalming Table zu. Und zwar stellen wir ihn genau dahin. Da steht er mir nämlich nicht im Weg. Und hier kann die Leiche die zweite Leiche durchlaufen. So. Ich brauche irgendwie fürs Grab. Richtig. So, um zwei Sets herzustellen, brauchen wir 4 polierte Marmorstücke. Dass man hier nicht sagen kann, ich möchte mehr herstellen, so wie hier. Das heißt, man muss es immer einzeln anklicken. 3 und was ist los? Habe ich keine Schüssel mehr? Keine Schüssel mehr. Da ist die Schüssel. Ich brauche eine Iron Schüssel. Haben wir 2, ne? Das ist jetzt Nummer 3. Nummer 3 ist unterwegs. Keine Energie mehr. Ich könnte meine Tränke saufen, will ich aber nicht. Es drängt ja nicht. Die nächste Messe ist ein paar Tage weg. Das war jetzt Nummer 3, Nummer 3, ja, und Nummer 4. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir legen das kurz ab. Wir speichern wieder, aus einem bestimmten Grund. Wir brauchen nämlich Silberskulpturen. 2 Silberskulpturen, also diese Marmorstatuen mit der Silberqualität. Diese hier brauchen wir eine Silberqualität. Dafür brauchen wir eine Silber-Still-Schüssel. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das hier zu boosten. Ich habe beispielsweise diese beiden Skills freigeschaltet. Und das gibt mir mit der Iron Schüssel, die gibt so 100, nee, die gibt nicht 100%. Mit der Iron Schüssel, sag mal das so, mit der Still-Schüssel, gibt mir das zusammen einen Faktor von 180%. Also 80% wird es Silber sein. Und zu 20% wird das eine Kupferqualität haben. So, mit Kupferstatuen kann ich absolut nichts anfangen. Das heißt, ich habe jetzt gespeichert und baue jetzt eine Statue. Wenn die Kupfer ist, Silber, Glück gehabt. Jetzt muss die zweite auch Silber sein. Wenn nicht, lade ich meinen Spielstand. Was soll ich mit Kupfer? Das braucht einfach Zeit, das braucht Ressourcen. Das braucht vor allen Dingen einen Haufen Energie. 2 Silber, Glück gehabt. Ansonsten, wenn eine von den beiden Kupfer wäre, hätte ich nochmal das Spiel gestartet, neu geladen. So,
das sind die Zutaten, was man für. Also ihr braucht natürlich auch unberührtes Marmor hier. Ich baue dann gerne zwei davon, weil die sind notwendig, und eine davon, einen davon. Das ist im Prinzip von der Rating ist es egal, aber nur damit man ein bisschen Varietät bekommt. So, hier kann man dann sagen, ich hätte gern zwei davon. Zwei davon. So, und gleich kommt der Gaul, der Eselgaul. So, ich hätte gerne bitte eine Marble Sculpture One. Wird meine Energie nicht ausreichen. Das ist aber kein Problem. Wir gehen kurz nach Hause. Speichern. Ihr wisst noch, wann ihr das speichern müsst, und zwar ungefähr hier. Also das ist nur meine Methode, ne? Jeder hat bestimmt seine eigene Methode. Ich habe im Internet nichts gefunden, wie man das machen könnte. Ich habe echt gesucht und bin dann halt auf die Idee gekommen, das selbst zu machen, falls es noch jemanden außer mir interessiert. So, der Esel ist nicht unterwegs, sonst wäre er schon da, die Klingel hätte geläutet. Nada. Also haben wir Zeit, um das hier fertig zu machen. Das war der Sensenmann, jetzt machen wir noch den Engelchen. So, oder wir schlafen uns einfach mal ordentlich aus. Wie wär's damit? Ausgeschlafen, morgens um 4:30 aufgestanden, weiter an die Arbeit. So, was habe ich jetzt? 222, passt. Ne, nur 22, nicht 222. So, schauen wir mal. Blaue Punkte sind so selten. Es gibt einige Möglichkeiten, die zu bekommen. Die sind nur alle sehr knauserig, was die blauen Punkte angeht. Die beste Möglichkeit, blaue Punkte zu bekommen, ist am Study Table, also an dem Studiertisch, alles, was blaue Punkte gibt, zu erforschen. Allen voran die Dinge für den Friedhof. Jedes einzelne würde ich euch empfehlen zu erforschen. Aber bevor ihr das erforscht, würde ich euch dringend empfehlen, einen Kuchen zu backen und einen Kuchen zu essen. Weil der gibt euch nämlich extra Punkte. Ungefähr 10% mehr Punkte. Und das ist ein Wort bei blauen Punkten, weil ihr seht, rote Punkte habe ich 2000. Ich habe kaum was ich noch erforschen will. Das braucht nur 300 rote Punkte. Ja. So, 300, 350, 360. Hier bin ich durch. 560. Hier bin ich durch. Keine Ahnung. Also, ich habe 1500 rote Punkte bereits jetzt und weiß nicht, was ich damit machen soll. Grüne Punkte sind auch total obsolet geworden. Ich brauche sie nicht mehr, weil ich alles Relevante freigeschaltet habe. Hier werden sie gar nicht mehr benötigt. Wir brauchen nur 50 grüne Punkte. Hooray! Okay, drüber. So, blaue Punkte ist immer noch Mangelware. Man kann sich für 5 Silber bei dem Astrologen diese Bücher kaufen, die euch 25 Punkte gibt. 25 blaue Punkte. Aber das ist nichts. Und diese Bücher hat er einmal die Woche, wenn überhaupt. Ich bin schon sehr viele Wochen hintereinander hingelaufen, umsonst, weil er diese Bücher nicht hatte und nicht refreshed hat. Ätzend. So, kurze Pause, ich bekomme eine SMS, muss lesen. Vielen Dank fürs Warten. Bin wieder da. Ja, und blaue Punkte sind immer noch Mangelware. Ich habe versucht, hier was anzusparen, weil ich nicht wusste, was ich davon freigeschaltet bekomme, wie viel das kosten wird und keine Ahnung. Ich koste das hier 5000 rote Punkte und 3000 grüne und 2000 blaue oder so. Ich werde es vermutlich heute nicht mehr erfahren. So, aber vielleicht kann ich in der Zwischenzeit die Punkte
Die Presse würde mich interessieren, was man mit der Presse machen kann. Die Punkte irgendwo anders zu investieren. Also, grün war fertig. Das war so gesehen fertig. Gelb war so gesehen fertig. Grün war so gesehen fertig. Blau brauche ich noch 60 Punkte, die ich habe. Das ist fürs Kämpfen. Boah, ein bisschen gekämpft habe ich. Das habe ich extra freigeschaltet für den, wie heißt der, Snake, weil er so ein Schwert haben möchte. Und dieser Sack sagt nämlich, er möchte ein Damask Sword haben. So, ich habe es extra freigeschalten gesehen. Oh, fuck, das ist Damask Sword with Gem, also mit einem Juwel. Ha, wo kriege ich das hin? Hat er mir gesagt, ich kann das ganz drüben bei dem Lager kaufen. Da bin ich hingelaufen. Hab mir, es gibt nämlich ein Damask Sword ohne Gem. Hab mir das Damask Sword ohne Gem gekauft, was ein Gold gekostet hat. Hier steht Damask Sword. Ich bin zu dem Snake wieder zurück, habe ihm das Damask Sword gegeben. Er hat gesagt, nee, das will ich nicht haben. Und vermutlich will er das Damask Sword with Gem haben. Also das da. So, ich habe meinen letzten Gold dafür ausgegeben. Jetzt habe ich ein Schwert, was ich nicht zurückgeben kann. Bin bei seiner Quest nicht weitergekommen. Das Schwert kann man auch kaufen für ein Gold und 50 Silber, was ich noch nicht habe. Oder man kann es selbst craften. Für, ich zeig's euch mal, auch unfassbar viel. Und zwar für hier Steel Sword, okay. Aber für einen Diamanten, den ich noch nicht gefunden habe, ich habe schon echt lange gegraben, ich habe noch keinen einzigen gefunden, den kann man kaufen. Für, lasst mich raten, ich glaube 30 oder 50 Silber bei dem Händler. So, und Goldjuwelen. So, die kann man aber auch kaufen. Ich glaube, es ist besser, die zu kaufen, als selbst herzustellen, weil herzustellen braucht man Goldbarren. Gold brauchen Goldbriketts und die wiederum braucht ihr für eure Goldtränke, die man nicht kaufen kann. Also würde ich euch empfehlen, das bisschen Gold, was ihr findet, zu Staub zu mahlen und eure Alchemie damit zu füttern. Und das, was ihr an Juwelen braucht für Schwerter, für die Kirche, was auch immer. Für die Kirchenfenster, für die Kirchenkronleuchter, Kerzenständer. Empfehle ich euch zu kaufen. Das ist, denke ich mal, besser. Ich bekomme wieder ein SMS, wieder kurze Wartezeit. Vielen Dank. Stay tuned. Kurze Konversation. So, ja, aber wo investiere ich also hier? Das links. 50 Punkte in Fine Woodworking. Ich weiß noch nicht, wofür man das hier benötigt. Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht in der Kathedrale für irgendetwas. Aber ich habe bereits alles freigeschaltet hier. Fenster braucht man definitiv für die Kathedrale, weil in der Kirche kann ich sie nicht unterbringen, da gibt es einfach keinen Bauslot oder ist es irgendwie verpackt. Die Kerzenstände wiederum schon, aber die brauchen Goldjuwelen, also habe ich es gelassen. So, das ist bereits alles in der Kirche drin. Die Seide für die Stoffbezüge der zweiten Bänke hier, die kann man auch beim Händler kaufen. Die kosten, lass mich lügen, 2 Silber. Pro Stück und ihr braucht insgesamt 12 Stück. Ihr könnt diese eh nicht alle auf einmal kaufen, weil er glaube ich nur 8 dabei hat. So, ja, das ist bereits ausgebaut. Friedhof ist mehr oder weniger maximal ausgebaut, bis auf diese Station hier. Ja, also ich wüsste nicht, wofür man das hier benötigt. Deswegen habe ich es noch nicht freigeschaltet. Es war einfach nicht notwendig. So, um auch Spaß, das Ding zu craften. Und zu erforschen, was wiederum nur rote Punkte geben wird und keinen blauen. Ah, ja, dafür waren mir die blauen Punkte bisher zu kostbar. Genauso wie jetzt fürs Kämpfen. Das war einfach bisher nicht notwendig. So, fassen wir kurz zusammen. 50 Punkte hier, 175 Punkte hier, sind 225. 225. Und 60 hier. Ich glaube, ich gebe es aus. Einfach nur, weil ich sehen möchte, wie die Druckerpresse aussieht. Oder will
speichern. Will ich mehr speichern? Das macht die Schaufel. Im Übrigen, was Pickaxe und die Schaufel angeht. Meistens, gut, auf dem Friedhof ist es nicht so schlimm, wenn sie kaputt geht, man kommt ja da wieder. Aber wenn ihr Sand holen geht oder wenn ihr irgendwie unterwegs seid und was ausgraben müsst, was auch immer. Genauso wie bei der Pickaxe, wenn ihr oben hier beim Steinbruch seid und euch geht das Ding kaputt, dann ist es super ärgerlich. Und ihr, dass ihr den ganzen Weg umsonst gelaufen seid, ich empfehle euch immer, wenn ihr irgendwo weiter weg geht, ein zweites mitzunehmen. Wenn eins kaputt geht und ihr wieder zurück seid, könnt ihr es reparieren, das ist so, dass ihr immer ein ganzes dabei habt und ein mehr oder weniger halbes. Also das kann ich euch dringend empfehlen. Die Druckpresse, wo kommt sie eigentlich hin? Kommt sie in den Garten hin? Weil im Garten ist eigentlich nur sehr viel Platz. Sehr viel Platz da hinten. Weinpresse, das alles habe ich noch gar nicht ausgenutzt. So, schauen wir mal. Simple Printing Press on Log. Complex Printing Press on Log. Aber keine Rezepte dabei, das ist einfach nur irgendeine Station, bei der irgendwelche vorgefertigten Rezepte dabei sein werden. Schauen wir mal. Winepress, Paperpress. Okay, hier ist sie nicht dabei. Wo also baut man die? Winepress kann ich unten auch hinstellen. Ich hab stelle das nicht hier, der Dekoration halber ein paar Fässer aufgestellt, die man eigentlich auch nicht braucht. Achso. Der Ort war richtig, ich habe nur das falsche Objekt angeklickt. So, hier. Und ihr seht, der Platz hier im Labor, der ist schon ziemlich begrenzt. Ah ja, Printing Press. Da ist sie. 1 und 2. Und wo ist der Unterschied? Stellen wir einfach mal Printing Press 2 hin. Braucht 10 Bretter und 4 komplexe Teile. Okay. 10 Bretter und 4 komplexe Teile. Ich schleppe das ungern mit mir rum. Ich habe so ein Basiszeug für mich dabei. Und einen Hammer natürlich auch. Um mal hier und da, was ich brauche, wenn ich mal brauche, eine Kiste hinzustellen oder so. Kleinigkeiten. Das empfehle ich euch. Aber alles andere, das ist so Benefit. Was sagte ich? 10 und 4? Hier habe ich mein Holz. Meine Blätter. Nicht vergessen gleich zu speichern. Direkt gespeichert. I'm so refreshed. Falls ihr euch fragt, warum ich kein Gaul, kein Eselgaul. Falls ihr euch fragt, warum ich auf Englisch spiele, es hat einen ganz einfachen Grund. Die englische Übersetzung ist meiner Meinung nach fehlerfreier als die deutsche. Ich würde es gerne in Deutsch spielen, aber dann habt ihr folgendes Problem. Ich demonstriere euch das gerne. Geht mit der Maus hier beispielsweise auf die Skulpturen und hier da oben steht, ich zeige jetzt natürlich mit dem Finger auf dem Monitor, was ihr nicht sehen könnt, aber da oben steht Adds 5 to the Grave, ne? So, das ist euer Rating und das hier Adds 7 to the Grave. Wenn ihr jetzt hingeht, was man im Spiel machen kann, bequemerweise, auf Deutsch stellt und das aufmacht, aha, fügt dem Grab 1% hinzu. Und zwar steht das bei jedem. Das bringt einfach niemanden weiter. Wo kann man es kaputt machen? Da kann man es kaputt machen. Ihr seht, bei jeder Beschreibung steht da 1% dabei. Und das ist halt falsch. Und es ist irritierend und verwirrend und das hilft nicht. Deswegen spiele ich auf Englisch. Weil man solche Texte dann richtig angezeigt bekommt und ich weiß auch nicht, wo noch sich solche Fehler versteckt haben mögen. Deswegen spiele ich grundsätzlich auf Englisch, selbst wenn ich jetzt sogar bereits weiß,
welche Ratings die Grabdekoration bringt. Können mal ein bisschen schlafen, damit die Energie hochgeht. Ja, ansonsten habe ich euch das meiste ja gezeigt. Wir schauen uns jetzt noch zusammen an, was die Presse macht. Ja, 10-4. Gedächtnis hat nicht gelogen. So, da unten ist natürlich alles voll. Ihr seht, bestmöglich ausgenutzt, da ist nichts mehr frei. So, mit den Regalen mag ich irgendwie nicht so sehr. Da gibt es diese Slots und hier kann man doch außer den Regalen sonst nichts reinstellen. Ja. Hier natürlich auch nicht. Hier können wir noch einen Tisch reinstellen oder so eine Destille. Ja. Wenigstens kann man sie drehen. Ich glaube, ich stelle sie da oben hin. Habe ich die zwei? Ja. Ist schon ziemlich überreich. Passt die denn rein? Nirgends, ne? Groß und globig, wie die ist. Der Tisch hier übrigens, der stand ja am Anfang hier und da braucht der am Anfang viel mehr Platz. Der braucht am Anfang, der ist ja jetzt 4x4, wenn man den hinstellt, aber der hat hier oben 4x5 verbraucht. So, und die Kiste da oben kann man auch nicht wegmachen, sonst könnte man den Platz da oben super nutzen, aber mit der Kackkiste halt nicht. So, komm. Platz ist da. Dann hätte ich im ganzen Keller noch einen Platz für ein Regal hier. Und hier könnte ich im Prinzip noch ein Regal direkt daneben stellen. Wirklich? Nur für Flyer? Boah. Okay, es gibt ja eine Quest für Flyer, ne? Da braucht man 10 Stück. Es braucht 2 Papier und Pen and Ink. Ob sich das gelohnt hat. Also ich weiß nicht, ob man noch mal Flyer für irgendwas braucht, aber ich bin etwas enttäuscht. Gebe ich zu. Enttäuscht. So. Seht ihr, mit meinem Basiswerkzeug kann ich im Prinzip jetzt schon ein Regal irgendwo hinstellen oder eine Kiste. Und naja, immerhin. Das würde dahin passen. Würde dahin passen. Würde da noch einpassen. Ah, okay, also Platz für ein paar Regale hätte ich noch. Doch nicht so schlimm. So. Zurück. Was ich dann immer gerne mache, ich fülle gerne direkt auf. Jetzt 20 Bretter. Er nimmt immer von dem unteren Stapel. Aber der obere Stapel ist leichter zugänglich. So, jetzt fehlen da 3 Stück. Kriegen wir hin. Ich versuche jetzt noch einen Balken zu verbrauchen für. Ach komm, wieder Bretter. Hat jetzt oben weggenommen, den Balken hat das unten weggenommen. So, jetzt fehlen oben 4 Balken. Dafür eignet sich dieser Baum perfekt. Gibt nämlich genau 4 raus. Wenn ihr es nicht wusstet, wenn ihr Sachen transportiert, könnt ihr eins immer vor euch herschieben. So könnt ihr mit einem Mal laufen 2 Dinge transportieren. Empfehle ich euch ganz dringend, wenn es um Holz und Steine und Erze geht. Der Baum ist jetzt weg, der braucht jetzt ein paar Tage, bis er nachwächst. Während ich in der Zwischenzeit Holz brauche, kann ich dieses Lager benutzen. Und in der Regel reicht dieses Lager aus, um dann, wenn der Baum wieder da ist, das zu puffern. Habe ich zu viel weggegeben? 1 Stack wollen wir behalten, das sind genau 30. Ja, der Rest ist
so. Oh. Okay. Ne? Ja, der Rest ist okay. Gut, dann gehen wir doch mal zurück und schauen, was unsere Leichen machen. Die eine oder andere Leiche wird eventuell fertig sein. Was haben wir hier? Da fehlt noch ein Schädel. Das sehe ich doch von hier. Da müssen wir zwei hinzufügen. Ich brauche noch eine dritte Station, aber bisher habe ich noch zwei Leichen gehabt. Die Zeit reicht auch in der Regel aus, um die Leichen zu versorgen, weil der Esel einfach nicht täglich kommt. So, das Zeug liefere ich ab. Cool, da noch. Achso, das ist ein Portstein, ne? Kauft euch dringend einen. Mit dem könnt ihr euch nach Hause oder ins Gasthaus teleportieren. Sehr, sehr nützlich. Für 2 Silber. Macht das. Ihr spart euch Laufwege, ihr spart euch Zeit. Und Zeit bei dem Spiel ist, wenn man jeden Tag nutzen möchte und jeden Tag die Person antreffen möchte, die da an dem Tag vorbeikommt, ist Zeit sehr, wie soll ich sagen, flüchtig. Kauft euch das denn. Im Übrigen, einen zweiten zu kaufen bringt nichts, habe ich ausprobiert. Die beiden teilen sich denselben Cooldown. Das heißt, wenn ihr einen einmal benutzt, sind beide auf Cooldown, bringt nichts. Ich habe mir jetzt nicht versucht, wieder zu verkaufen. Hätte ich vielleicht machen können, aber 2 Silber mehr oder weniger, ich meine, Wayne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, boah. 12 Schädel, oh, das geht runter wie ein dickes Kind auf der Wippe. So, da wollen wir aus dem Roten einen Weißen machen. Silber Injection. Ich nehme mal mit. Komm mit, Kumpel. Ja, so funktioniert das im Großen und Ganzen. Hier 136, ich komme. Links baue ich Engelchen. Ja, rechts Teufel, links Engel. Links Engelchen. Hat keinen bestimmten Grund, ist einfach nur gerade eine Macke von mir. Vielleicht fällt es mir morgen nicht und ich stelle alles morgen wieder um. Und aber das sind die einzigen beiden Statuen, die euch plus 7 geben, welche ihr braucht. Mit der geht's nicht, mit dem Pfeiler. Der Pfeiler in Stein sieht im Übrigen. Wo habe ich den gebaut? Wo ist ein Steinpfeiler? Ich habe da einen gebaut. Das ist ein Kreuz 2. Da ist der Pfeiler, der ist direkt daneben. Das ist ein eigentlich auch ganz hübsch, aber gibt halt nur ein 6er Rating und nicht zu gebrauchen. So, ihr habt jetzt gesehen, wie man das bekommt. Jetzt habe ich schon 6 Stück. Coole Sache. Wo mache ich denn weiter? Hier unten? Eigentlich egal, ne? Die Leichen, die jetzt noch kein 12er Rating haben, die werde ich angehen, sobald hier alle Plätze voll sind. Da wird hier auf der rechten Seite sowieso umgegraben, weil hier der Block unten mir nicht gefällt, der Block oben gefällt mir auch nicht. Da kommt noch eine Station mit diesen Urnen hin. Ja, die Wege, ob ich da jetzt Steinwege hinstelle, das weiß ich auch noch nicht. Hier zumindest mal hinter den Laternen. Dass man da nicht durchlaufen kann, ist etwas ätzend. Rechts nicht, aber links schon. Okay, seltsam. Ich dachte, das würde mittig stehen. Aber gut zu wissen, da kann man das zumindest mal durchlaufen. Dass man hier unten nicht laufen kann, ist auch etwas dumm, aber okay. Ja, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich werde jetzt... Mir fällt gerade auf, das Video geht schon eine Stunde. Ich werde das Video jetzt an dieser Stelle kappen, damit ich das an einem Stück hochladen kann auf YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11. 12. Damit ich das an einem Stück auf YouTube hochladen kann. Ich werde da noch etwas weiterspielen und dabei streamen. Ihr dürft mir dabei sehr gerne zugucken. Besucht mich auf Twitch.
Aber das Video kappe ich an der Stelle, damit es einfacher zu hochladen ist und ihr nicht ewig viel Videomaterial guckt auf YouTube. Also, Leute, ich speichere jetzt und wie beendet man so ein Video? Vielen Dank fürs Zugucken, Leute, und bis zum nächsten Mal.